Du Scheiße, sagt die im Fernsehen die ganze Zeit. Du Scheiße. Ein stinkender Scheiße. Alle Scheiße. Wird sich über mich beschweren, wenn ich das Dschungelcamp gucke? Ich guck das nicht. Verstehst du das nicht? Du guckst es schon. Nein. Dein Ich sitze Fernseher. nicht vor meinem Fernseher und gucke das. Ich darf ja immer keine Musik hören, wenn wir Let's Play aufnehmen. Doch, natürlich darfst du Musik hören. Ja, nee, ich darf keine Musik hören. Weil ich ja immer direkt mitsinge. Ach so. Ja, dann einfach nicht mitsingen. Das geht nicht. Okay. Jetzt schneller. Bisschen. Ist halt FI2. Uhr dann wieder, ne? 14 Uhr dann wieder. Ja, machen wir Matheaufgaben zu dem Thema, was ihr halt in der Arbeit durchnehmt. Ist mir voll egal, welche Proportionen das hat. Macht! Erzählt ihr mir irgendwas von proportionalen und antiproportionalen Zahlen? Ist mir doch Rille, welche Proportion die Zahl hat. Naja, eine Zahl kann schon mal nicht eine Proportion haben. Proportionale Zahlen sind halt Zahlen, die größer werden, wenn eine Zahl größer wird, und antiproportional bedeutet, dass eine Zahl kleiner wird, während eine andere größer wird. Chinesisch für Fortgeschrittene. Aber ich lerne jede Sprache, aber mit Zahlen kannst du mir halt, deswegen, er sollt lernen. Punkt. Kann eh nicht. Lässt mein Kopf nicht zu. Na, im Endeffekt ist es ganz einfach, wenn man ein paar praxisbezogene Beispiele hat. Okay. Steffen und ich machen gerade einen Schlachtplan. Ein Schlachtplan. Wir wollen in mehreren Phasen das Ganze überarbeiten. Überarbeiten. Moin! Danke für deinen dritten Resub in Folge! Was wollt ihr überarbeiten? Willst du mich jetzt verarschen? Nee, ich verstehe gerade wirklich nicht, wovon ihr redet. Alex? Ach so, das Ding. Achso, und laut Luis ist es wohl ein bekanntes Problem mit diesem Smiley, dass das momentan nicht funktioniert. Ach so. Hat er gerade geschrieben. Geht wohl bei ganz vielen nicht. Ja, Iro steht wie immer auf dem Schlauch. Das ist bei Dreibeinern so. Die stehen da immer drauf.
Wie weit weg muss ich hier eigentlich? Also bis zum Berg oder der Berg auch weg oder? Warte mal kurz. Löwe planieren. Also hier soll es dann hin später. Steffen, der aktualisiert Photoshop nicht mehr, ne? Also gar nicht mehr. Keine Ahnung warum. Hätte ich nämlich auch Iris Button schon fertig, aber wenn der das Programm nicht aktualisiert, kann ich das halt nicht starten. Ja, der Berg ist auch relativ klein. Nur so 200 Felder lang. Du, das wollte ich nicht wissen. Also wir könnten den Berg... Ist zwar dann ein bisschen abseits, aber die Fläche ist groß genug. Hör mal auf. Hör mal auf und komm auf den Berg. In Ruhe. Du bist ja lustig. Naja, im Gegensatz zu uns ist Steffen wahrscheinlich gerade auf der Arbeit. Nein, ehrlich? Ja. Ich bin auf dem Berg, wo bist du? Lauf den Berg einfach entlang, bis du mich siehst. Oder ein Häschen. Aber ich sehe dich schon. Ja. Guck mal, meinst du nicht, die Fläche wäre groß genug, ohne dass wir Berge verschieben müssen? Ja. Okay. Keine Elytratina. Stimmt. Bauen wir das Industriegebiet halt an die Küste. Wie hoch? Warte mal, am besten wir passen das ab, so dass wir möglichst wenig abtragen müssen. Ja, das Idealste wäre wohl auf der Höhe. Hier gibt es auch noch jede Menge Holz. Wieso steht hier so viel Holz rum? Weil das nicht abgebaut ist? Ja, aber dadurch, dass ich eigentlich nie Holz anpflanze, Tina hat keine Hektik. Keine Zeit. Iro hat immer Hektik. Ja, nicht. Tina ist eigentlich immer so mit die Rückste hier. Deswegen weiß ich nicht, was er mir damit sagen will. Okay, dann machen wir es noch einen höher. Dann auf der Höhe, wo du gerade stehst. Und wenn wir Material zum Füllen brauchen, bedienen wir uns an den Bergen um uns herum. Schnubbelbär, ich habe jetzt schon ein Schwänzchen am Arsch. Ja, was meinst du, wie das erst heute Abend wird? Wenn ich offline bin, ja. Ach ja, stimmt, du bist ja heute Abend gar nicht da. Nee. Ah, das bedeutet, ich komme früh ins Bett. Naja, so blöd das klingt, Iro. Ich habe meinen Part jetzt auch erfüllt. Es ist eine Decke drauf. Ihr könnt jetzt anfangen, die Schmelzen und Farmen drauf zu setzen. Nee, kann er knicken. Nee, kann er knicken? Wer kann das knicken? Ich kann knicken. Mein Schwänzchen. In früh ins Bett zu gehen wahrscheinlich. Steffen, das kannst du vergessen. Ich gehe gleich auf einen Server. Mach... Baut mit mir noch die Schmelze. Genau. Und dann, wenn Tina geht, baue ich um. Dann kann vielleicht der gute Lulis... Ach, der ist ja gar nicht da. Der ist gerade die Spülmaschine ausfallen. Wir heute Abend bei Mario Odyssey zu gucken. Das ist auch so ein richtig geniales Spiel für die Switch. Und da machen wir irgendwann um 11 Schluss. Wir müssen heute Abend arbeiten, Iro. Wir müssen heute... Nein, wir müssen heute Abend nicht arbeiten.
Hallo, ich kriege jetzt die Augen schon nicht auf, weil wir bis 3 Uhr nachts gearbeitet haben. sagen. Also nur mal zur Info, Steffen, der Iro hat mitgemacht bis heute Morgen 3 Uhr. Guck mal, guck nachher mal auf dem Server, wie es aussieht. Welche Höhe muss ich jetzt noch? Die, worauf du standest? Whoop. Ja, die hier. Wieder. Ja, die hier. Wenn wir schnell sind, kannst du früh ins Bett. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Hörst du mir überhaupt zu? Naja, sei froh, dass er dir helfen möchte. Ach so, der möchte Kartex heute Abend machen. Aber wäre das nicht besser, wenn du dann dabei wärst oder überhaupt ein Teammitglied? Ich weiß nicht, ob es jetzt um den Kartex geht oder um den Server, aber damit wir in Ruhe dann auch mit WoW morgen anfangen können. mal, So, das. das macht schon Sinn. Ja, es läuft halt auch nicht weg. Ach, jetzt auf einmal läuft es nicht weg. Was, die Ka der Kartex läuft nicht weg? Ich glaube nicht, dass es um den Kartex geht. Boah, Steffen, da mach mal jetzt einen Satz raus, um was geht es? Weil für den Kartex bräuchte er mich ja dann auch. Ja. Und ich bin heute Abend definitiv nicht da und das auf Ansage. Ja. Wenn der Typ mal Sätze draus machen könnte. Aber er haut einem immer Brocken um die Ohren und. Ja, und dann lebt damit. Ja. Ich brauche für meine Planung für die PTC ein paar technische Dinge. Okay, dann braucht er mich dafür nicht. Da braucht er wirklich nur dich für. Also die technischen Dinge kannst du haben. Die kann ich dir auch neben Mario Odyssey erzählen. Dann bleibe ich halt im PS. Wird heute dann in Anführungszeichen nur 2 Stunden aufnehmen, Schnucki. Und nächste Woche habe ich mehr Zeit. Okay. Damit solltest du ja mit 2 Stunden hast du ja erstmal wieder fast eine Woche voll. Ja. Dann können wir nächste Woche mal irgendwie 2 Tage nehmen oder so, dass wir halt wieder ein bisschen Puffer haben. Was hältst du davon? Ja, machen wir. Das war halt auch noch, bevor ich dann halt weg bin, was schaffen. Ich kann dir sonst auch als Liste schicken. Kannst mir gerne auch als. Mein Bett ist weg. Ja, das Nee, habe ich jetzt, hab aber ja du noch hast ja noch eins. zwei. Ach ja, zwei. So, Podcast-Mode aktiviert, jawohl. Dann lass dich von uns beschallen. Das heißt, er ist jetzt erstmal wieder arbeiten. Ja, nee, er guckt uns einfach nicht zu. Er hört uns aber. Ach so. Das stimmt, das andere ist Lurk-Mode. Das ist der, wo du AFK gehst. Wobei die Leute halt nicht begreifen, dass wenn sie im Lurk-Mode auf komplett stumm schalten, wird halt ja nichts bringt. Da brauchst du nicht für lurken. Ist nun mal so. Aber Lalalalalalalala.
wenn ich so ganz ehrlich bin, Steffen, die PTC läuft jetzt auch nicht weg. Ich meine, wir konnten jetzt ein Ja, Dreivierteljahr nichts dran machen. darum geht es dem Steffen nicht. Pass Ja. auf, das ist ein Projekt, das liegt bei uns jetzt in den Händen. Und wir wollen das aus dem Kopf Okay. haben. Und wenn er gerade zum Beispiel auf der Arbeit ein bisschen ruhiger Na hat, gut. nutzt er das dann auch. Ah, ich wollte nur sagen, dass ihr euch da keinen Stress machen braucht. Ne, das wissen wir. Wie gesagt, Okay. wir müssen erstmal mein Photoshop wieder zum Laufen kriegen, weil sonst funktioniert das mit den Grafiken halt gerade Ja, nicht. ja. Ihr hättet auch theoretisch gar nichts machen brauchen. Es ging ja für euch quasi hauptsächlich darum, dass der Kartex-Server am Kacken bleibt. Der Minecraft-Server. Von daher Aber ist das wir schon sind nett, deine dass ihr euch Freunde und damit wir haben dir gesagt, einbringen wir wollt. helfen. Bitte? Wir sind deine Freunde. Wir haben dir gesagt, wir helfen, wo wir können. Wenn wir Das da jetzt die ist. Möglichkeit haben zu helfen, dann tun wir das auch. Aber dann wollen wir das halt auch irgendwie angehen und nicht 3 Jahre vor uns herschieben. Außerdem, ich sag mal, allein den Code dort zu lesen, erstmal sich einen Überblick zu verschaffen, das wird wahrscheinlich für Steffen eine ganze Weile dauern. Guck mal, noch mehr Wasser. Wir sind nämlich nicht gerade die dokumentativsten. Doch, für Quatsch schon. 4 eure News, die 127 Seiten lang sind. Also alles, was keiner braucht, dokumentiert ihr. Ja, aber unser Code ist nicht dokumentiert. Ich sag ja, alles, was man nicht braucht. Ja, tut mir sorry. Wer hätte denn damit rechnen können, dass der Schwerkranke und der schon seit 10 Jahren am erzählende, sterbende Power auf einmal Tatsächlich, gell? stirbt? Ja, es war total unvorhersehbar. Weißt du, wir haben halt die Wahrheit an der Stelle ignoriert, wo wir nur konnten. Macht es das besser? Nö. Okay. Aber du verstehst zumindest ein bisschen, Ja, ich dass wir. verstehe, was du meinst. Das Problem ist halt einfach, naja, dir liegt halt auch was an der PTC. So, und wenn dir was daran liegt, dann muss da halt auch Arbeit hintergesteckt werden. Punkt. So was läuft halt heutzutage einfach nicht mehr von alleine. Jo. Ach so, dir geht's erstmal um den Kartex und die Ruini.de, Ponydex. Genau, es geht jetzt gerade erstmal um die Das Seiten Raubi-Bot an sich. könnt ihr ignorieren. Das Spiel, also, naja, Steffen hat mir gerade 5-Punkte-Plan geschickt. Phase 1 ist Redesign der Webseiten. Phase 2 Rework des Contents auf diesen Websites. Phase 3 ist Redesign des Spiels. Phase 4 Rework des Spiels. Und Phase 5 ist Rework sonstiger Content. Nach und nach, weil Ja, sonst kommen wir da auch nicht gegen an. das müsst ihr nur mit den anderen Admins dann auch noch irgendwann absprechen. Aber ich leite das auf jeden Fall schon mal weiter. Du, viel absprechen. Wollen die, dass das Ding weiterläuft? Wollen die, dass ihr wieder mehr Spieler als 5 am Pack habt? Ich glaube ja. Dann muss was passieren. Punkt. Ja. Ich finde es Ja, übrigens toll, dass ihr da so motiviert an die Sache rangeht und frischen Wind ins Team bringt. Nur wir dürfen halt den Rest nicht übergehen, so meine ich das, weil. wir haben ja gesagt, wir laden nicht einfach irgendwas hoch. Ja. Sondern wir setzen uns hin, machen eine Kopie des Ganzen und stellen die vor. Und dann können die Admins darüber entscheiden, ob sie das so haben wollen oder anders. Da Admins bei uns auch immer sich dadurch ausgezeichnet haben, dass es die sind, die das Spiel finanziell am Kacken halten, habt ihr dann natürlich auch Mitspracherechte. Ja, vor allen Dingen, wenn, ich sag das jetzt einfach blöd, wir 25% tragen, 50. Ja.
Dadurch habt ihr jetzt sogar mehr Rechte als ich. Ja, Iro, dass wir mit dir immer, ne, als Team zusammenarbeiten, weißt du. Ja. Aber theoretisch, nur theoretisch, wärt ihr jetzt in der Lage, mich aus meinem eigenen Projekt auszuhebeln? Ja, nicht nur dich, jeden. Ja, ja. Im Endeffekt wären wir prinzipiell jetzt in der Lage, den Kartex an uns zu binden. Ja. Schon böse, aber würden wir nicht tun. Genau aus dem Grund habe ich immer das meiste gezahlt. Ah, hinterher hat Power das meiste gezahlt. Das ist dein Baby. Ja, ja. Und das soll auch dein Baby bleiben. Wir wollen nur dafür sorgen, dass es auch wieder ein aktives Baby ist. Okay. Und kein komatöses. Momentan wirkt es halt sehr komatös und lethargisch. Dann sorgen wir dafür, dass das Baby wieder schreit. Fangen wir vielleicht erstmal mit Atmen an. Okay. Frage. Andi hat gestern etwas erzählt von vielleicht Spielzeit kaufen mit Gold. Genau. Im Endeffekt könnte ich hingehen und von meinem Ingame-Geld eine Marke kaufen, kann diese gegen echt Geld eintauschen bei Blizzard, also mein WoW-Gold gegen echt Geld, und kann dir davon dann Spielzeit schenken. Und ab dem Moment, wo du wieder online bist, kannst du alle 30 Tage übers Auktionshaus eine World of Warcraft-Marke Spielzeit kaufen. Das verständlich? Glaub. Ja. Wenn du das möchtest, mache ich das. Ist kein Stress. Irgendwann gibst du mir das Ingame-Gold einfach wieder, wenn du hast und gut ist. Ach so, ich dachte, wir sollten schenken. Nee. Leihen. Leihen. Mit Zinsen. Kann ich mein Ingame-Gold auch nicht. So viel habe ich davon nun mal auch nicht. Ich bin gerade bei 500.000. Also. Okay. Aber für mich ist halt zum Beispiel der nächste Monat WoW mal kostenlos. Stimmt, da wollte ich Zelda auch noch fragen, ob er jetzt weiter mitspielt oder ob ich mir einen neuen Freund suchen muss. Ja, für ihn ist halt das Problem, sagt er, für ihn ist die Zeitintensivität, ja, war richtig. Momentan so ein bisschen. Der knackt. Das heißt, ich brauche einen neuen Freund. Ja, dann nimm doch den Chris. Oder die Goldmaus. Ja, haben die nicht schon. Sag mal, wir können dich jetzt alle aus Minecraft abziehen, nur weil du Leute für deine Gilde brauchst. Hä? Es war jetzt für dich, ey. Schnurri, bis die so weit wären, dass die mitraiden können. Die Gilde wieder voll. Na gut. Ja, besonders wenn es weiter so läuft wie gestern. Ja, Lex, dann lass uns das morgen Abend machen, oder aber du machst es heute mit dem Iru, nur ich bin halt heute nicht da. Aber das kriegen wir dann hin, dass du wieder mitspielen kannst. Das ist kein Problem. Ja, das schaffen wir. Ich bin allerdings auch eine arme Sau in WoW. Warum macht Steffen das nicht? Du bist eine arme Sau in WoW. Ey, gegen Steffen. Du bist eine arme Sau in WoW. Im Vergleich zu 70 Millionen Steffen. Und du erzählst mir, du bist eine arme Sau in WoW. Kann dir gleich sagen, dass ich es nicht spielen werde. Okay, Chris ist raus. Oh, schade. Das finde ich jetzt sehr schade. Ich mag den Chris. Ist ein lustiges Kerlchen. Ja, dein Parler hat auch dein nur 500. Der Char, den du vor 2 Tagen geboostet hast, du Arsch. Willst du mich verarschen? Ich habe auf all meinen Chars nur 500.000. Ah, Steffen, du bist toll. Ey. Den Char hat der vor 2 Tagen geboostet und der hat schon 500.000 Gold. Ich hab ihn gestern so gesagt, mit deinem Gold kannst du die komplette Gilde ein Jahr am Kacken halten. Ja. Weil ja, die komplette Gilde nicht, aber so 6, 7 Leute. Bis später, Lex. Tschö, Lex. Ich glaube, der kommt nur zu dir rüber. Ach so. Er wechselt mal, also.
Du, es gibt auch Multistream, da kannst du beiden zugucken. Gott, meine Finger sind heute steif und ich weiß nicht wieso. Nein, ich nehme halt die Klappe. Was war denn jetzt schon wieder? Sieht man den Chat bei dir? Ja, sieht man. Warte. Ja, so ein bisschen. Nein, eigentlich nicht. Uah! Natürlich. Deswegen habe ich es nicht gesagt. Ach, Tina. Iru. Tina. Oder zu viel. Kannst du dir jetzt aussuchen? Oh, ich ist echt Hopfen und Malz verloren. Für euch, also mich gibt es eigentlich nur. Ich bin einzeln. Ja. Aber die anderen in deinem Umfeld sind genauso. Das ist so toll. Also entweder bin ich ansteckend oder sie finden mich. Weil doof und doof gesellt sich gern oder Ja, so. das zweite. Aber das passt ja dann super hier mit dem Abschluss. Nee, nee, er meinte mich und meine Personen im Umfeld. Zumindest hat er sich gerade versucht, damit rauszureden. Ich hab keinen Rasen mehr. Gib mir Rasen. Ich habe wieder Schlafhitze.